Hallo Fleischfreunde, herzlich willkommen bei Don Kane. Wir sind heute wieder in der Kochschule Genusskunst in Wuppertal und heute bereiten wir eine super leckere Ente à l'Orange zu. Los geht's! Wir haben hier eine wunderschöne französische Barberie-Ente, zart und saftig, ganz toll im Fleisch, wunderbar mager und trotzdem sehr geschmackvoll. Genau das, was wir haben wollen. Die wird jetzt gleich von innen, von außen nur mit Salz und Pfeffer gewürzt und zusätzlich fülle ich die dann noch mit Orangen. Unsere Ente ist soweit vorbereitet. Die kann jetzt gleich, so wie sie ist, mit der Brustseite nach unten als erstes in den Bräter rein. Vorher schneide ich aber noch ein bisschen Wurzelgemüse klein, auch nur ganz grob, das muss auch gar nicht geschält werden, denn wir brauchen das nur für die Soße, also nur den Geschmack. Dann kommt noch etwas Bratenfond hinzu, damit wir überhaupt eine Soße bekommen. Unsere Ente ist jetzt fertig vorbereitet, die kann jetzt also in den Backofen. Den habe ich auf 150 Grad vorgeheizt und da kommt die jetzt auf die unterste Schiene rein und bleibt da erstmal für 2 Stunden drin. Unsere Ente war jetzt ungefähr 1,5 Stunden im Backofen. Die werde ich jetzt drehen und dann werde ich die glasieren. Und für die Glasur habe ich hier Honig, Saft einer Orange und auch den Abrieb der Orange und ein bisschen Paprikapulver. Das mische ich schön zusammen und dann geht das alle 20 Minuten lang auf die Ente, bis sie fast fertig ist. Unsere Ente braucht jetzt noch ca. 30 Minuten. Jetzt ist also der richtige Zeitpunkt gekommen, sich um die Beilagen zu kümmern. Ich koche uns gleich ein paar schöne Bandnudeln dazu und außerdem gibt es noch ein paar glasierte Paprikastreifen. Unsere Ente braucht jetzt circa noch 15 Minuten. Ich werde jetzt die Temperatur auf 220 Grad erhöhen, damit wir außen eine schöne Kruste bekommen. Gleichzeitig lege ich noch ein paar Orangenscheiben mit unten rein, damit wir eine leckere Soße kriegen. Die Soße, die sich in dem Bräter gebildet hat, die werde ich gleich einfach absieben, entfetten und mit ein bisschen Butter aufmontieren. Ja, Freunde, unsere Ente ist fertig und die sieht ja wohl hervorragend aus. Es riecht hier wirklich total lecker. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und ich wünsche euch auch viel Spaß beim Nachmachen. Bis bald, euer Olli von Don Kane.